Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap 3.1 ohne Gräben. Wir ernten gerade das letzte Feld Rüben und wir versuchen hier Mischfutter zu verkaufen. Ich habe komischerweise vorne 0% Kompost drin und er sagt mir aber, ich habe Kompost da drin. Stimmt ja, aber 0%, also eigentlich stimmt's nicht. Ich kann aber nichts anderes laden. Ich kann es aber auch nicht abladen. Jedenfalls hier nicht. Hier wird kein Kompost angenommen. Und kann aber auch nicht sagen, hier abladen. Dann macht er einfach nichts und ist unendlich lange am Abladen. Finde ich ein bisschen komisch. Ist egal. Wir wollen einfach Mischrationen verkaufen, einfach um Geld zu kriegen. Wir werden jetzt die 4-Millionen-Marke knacken, denke ich mal. Und mit dieser Maschine, da haben wir die 4-Millionen-Marke. Wir sind hier fertig, die brauchen wir hier auch zum Sehen nicht mehr. Die fahren wir erstmal zum Hof zurück. Gleichzeitig beladen wir die Zuckerfabrik mit Wasser, da war nämlich kein Wasser mehr vorhanden, die konnten nicht weiter produzieren. Und wir, was machen wir denn noch? Machen so vieles Schönes, ne? Mal gucken, ob ich hier. Wir machen so vieles Schönes. Ja, mehr machen wir eigentlich gar nicht. Wir bereiten uns auf einen großen Ausverkauf vor. Wir haben hier noch jede Menge Ballen. Die können wir eigentlich dann sammeln. Weiß ich nicht, auch noch zu Kompost verarbeiten lassen oder so. Wobei, wir können auch noch die Mischfutterfabrik in Gang bringen, weil wir kriegen ja nachher auch noch Stroh ohne Ende. Das ist die Frage, für was man mehr Geld kriegt, ob für Mischfutter oder für Stroh. Für Mischfutter oder für Kompost. Das Teil, ne? Diese Verlängerung da für den Big M, die muss ich auch noch verkaufen. Die brauche ich nämlich nicht. Die hätte ich mir gekauft, weil ich dann die Ultima hinten an den Big M hängen wollte. Das geht auch, aber wenn ich die dran lasse und damit dann übers Feld fahre und mähe und gleichzeitig presse, hat die Big M einen ganz anderen Wendekreis, eine ganz andere Spur beim Wenden. Die Ultima hat eine ganz andere Spur als der Big M und dann presst die gar nicht richtig, weil die das ganze Gras gar nicht aufnehmen kann. Und daher werde ich die wohl wieder verkaufen. Ja, und hängen einfach die Ultima direkt an den Big M. So. Komm, wenn wir gerade hier sind, dann machen wir auch gleich mal sauber hier. Ah, ich habe jetzt nicht alles sauber gemacht, aber so ein bisschen was können wir hier mal sauber machen. Kann ja nicht schaden. Weil mit der, nein, auf dieser Map werde ich nicht mehr sehen müssen. Also ich werde ein Feld noch sehen müssen, aber dafür habe ich noch meine Sämaschine schon da an dem Feld stehen. Und deshalb schadet das ja nicht, wenn wir hier dann gleich sauber machen. Ja, gut, ich meine, die Ballenpresse hätte ich auch dann gleich sauber machen können. Weil, ja, wobei, Ballenpressen werde ich ja noch. Wo ist denn eigentlich das Frontgewicht? Ich verliere immer meine Frontgewichte. Zum Kotzen. So. Dann können wir die auch gleich wegbringen. Den Big M hätte ich sauber machen können, weil den werde ich definitiv nicht mehr brauchen, dieser Map. Ich werde kein Gras mehr. Kein Gras mehr. Wie sagt man? Ich werde kein Gras mehr mähen. Mähen sagt man, ne? Vorne ist uns was schief gegangen. Da können wir mal versuchen, ob wir die Sämaschine da irgendwie wieder rauskriegen.
wahrscheinlich keine Chance. Muss ich tatsächlich mal zurücksetzen. Der Fuhrpark ist schon nicht klein. So. So, vielleicht denken wir an. Wie ist das, oder? Ja, die war's. So. Holen wir uns die gleich, stellen die wieder weg. Soll ja hier halbwegs ordentlich sein. Da auch gleich noch Platz für die andere Amazone. So, komm. Wir holen uns jetzt mal und gucken mal, ob wir hier überhaupt. Ja, Holmer, super, die haben alle da oben fertig. Das ist schön. Ich fahre jetzt erstmal eben hier zur Raffinerie. Dann werden wir da oben noch eben. Ja, der Glas steckt wieder im Verkehr. Also, kein Problem. Kümmere ich mich gleich drum. Hier die Ballen einsammeln. Wir müssen so vieles machen. Arbeit nimmt kein Ende. Es wird nicht langweilig. Wäre ja auch schlimm, wenn es langweilig werden würde. So. So, die Milchfabrik arbeitet hoffentlich. Und produziert und produziert. Eben gucken. Eben sicher gehen. Nicht, dass wir hier hoffen, die produziert und die produziert gar nicht. Ja, es hört sich aber so an, als wenn sie produziert. Milch ist da. Wasser ist da. Leerpaletten, Papierpaletten, alles gut. Und dann auch nochmal bei der Zellstofffabrik gucken. Produziert, ich habe bestimmt auch noch wieder wie doof. Wir können das auch noch wieder alles verkaufen. Wir machen Kohle ohne Ende. Schätzung, mit wie viel Geld gehen wir rüber? 8 Millionen? 10 Millionen? Ich nehme noch Wetten an. Nein, ich nehme natürlich keine Wetten an. So,
los, 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 los. Gewinne, gewinne, gewinne. Kartoffeln. Ich habe noch so viele Kartoffeln in meinem... ja, wie soll man sagen? Im Hofsilo. Die müssen wir auch noch eigentlich alle hierher bringen zur Kartoffelfabrik. Und verarbeiten lassen. Müssen wir mal schauen, ob wir das jetzt noch machen oder ob wir die Kartoffeln mitnehmen auf die nächste Map-Version. Okay. Erstmal aufgetankt. Ja klar, es steckt im Verkehr. Das sehe ich wohl. Ist eh gleich voll. War der Terrados nicht leer wahrscheinlich? Ja, was für ein Ärger. Muss ich wegen 9% nochmal wiederkommen. Ja, egal. Egal, egal. Schnell, bevor der kommt. Bevor der mir im Weg steht. Schnell abladen, schnell vorbei. Wichtige ist ja, dass hier produziert wird. Feld gesät werden und dann das Fruchtwachstum wieder an. Wir können weiter verkaufen. Alles wird gut. Was ich dann gleich machen werde, ich werde mit meinem großen Auflieger, mit den zwei ja, Massengut-Anhängern, werde ich dann mal zusehen, dass ich dann noch ein bisschen Kompost schon mal bei der, na, wie heißt es denn? Bei Ölfabrik holen. Auch wenn das eigentlich jetzt noch gar keinen Sinn macht. Aber es macht jetzt auch keinen Sinn, mit einem 0% Kompost irgendwo zu einer Kompostabladestelle zu fahren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Die restlichen 9% bitte. Lächerlich. Aber egal. Wie ist das? Wo ist das? Die bringen wir jetzt mal eben weg. Und dann gucken wir mal. Ja, Farming Tablet nutze ich irgendwie auch gar nicht. Ich kriege hier nur immer irgendwelche Meldungen. Ich glaube, das kann ich immer wieder deaktivieren eigentlich. War bestimmt cool. Aber ich nutze es nun wirklich so. Also gar nicht. Ah, siehst du, die Zuckerproduktion funktioniert doch. Scheinbar, hoffe ich. Gleich.
abgeladen haben. Hat der überhaupt produziert? So, die Frage ist auch, was wir mit dem Diesel machen. Bringen wir den Diesel hier oben zum Hafen? Oder lassen noch mal ein bisschen Krabben und so produzieren oder verkaufen den Diesel direkt? Ja, er produziert. Oh. Sehr schön. Ah, jetzt will ich mal was ausprobieren. Weil auch den hier bräuchte ich eigentlich am Hof. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob der das hier versteht. Dann brauche ich, ja nicht jeden Einzelnen zum Hof zu fahren. Ah, das geht ja schon mal. Ja, ich weiß, ich stehe im Weg. Kann ich mit leben. Ja, da stehst du gleich wieder, ne? Weil ich so scheiße fahre. Richtig? Oh Mann, ey, was ist denn mit mir los heute? Ja, und ob ich besoffen bin oder nicht, erzähle ich euch dann in der nächsten Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like oder einen Kommentar hinterlasst. Wenn ihr wieder einschaltet, das nächste Mal freue ich mich noch mehr. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. So ist das ja nicht. Und in diesem Sinne sage ich Ciao!